Fertig. So. Ich schenke uns mal ein. Für dich. Dankeschön. Für mich. Jetzt bin ich mal gespannt, was die feine Dame zur Rotstichsuppe sagt. Brauchst du auch einen Löffel, ja? Nee, ich schmeiß die Suppe in die Luft und fange sie mit dem Mund auf. Bitte sehr. Danke. So, wer zuerst? Na du, du also musst ja probieren, ob sie dir schmeckt. Ja, ja. Die Rotstichsuppe. Mmh. Die beste Suppe. Die beste Suppe, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Aber das können wir doch viel besser. Ramona, die beste Suppe, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, die zweite. Sag mal, wie schmeckt dir deine Suppe? Nein, das ist, du hast schon kein Suppengesicht. Du musst das nochmal machen. Ramona, die beste Suppe, die ich je gegessen habe, die dritte. Und los. Wie schmeckt dir die Suppe? Das ist die beste Suppe, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Aber kannst du mir erklären, warum du so machst? Du musst sagen, das ist die... Also weil ich mir gerade meine Zunge verbrannt habe. Ramona, die beste Suppe, die ich je gegessen habe, die vierte. Und bitte. So kann ich nicht arbeiten. Machen wir es nochmal. Du sagst so schöne Zahlen. Ramona. Ja. Stopp. Take 6. Ramona, die beste Suppe, die ich je gegessen habe. Probier nochmal Suppe. Wie schmeckt sie dir denn? Was? Das ist die beste Suppe, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und fühlst du dich jetzt als Rotstich? Soll ich ehrlich sein? Na bitte. Also ich so ein bisschen, aber nicht volle Wäsche. Echt? Warum nicht? Ich weiß nicht, die Suppe hat ein bisschen wenig Druck. Ja, dann müssen wir... Es stimmt ja auch, also so geht das auch gar nicht. Wir müssen das anders machen. Was heißt, wir müssen das anders machen? Also, ich helfe dir, dass du in der Rotstich wirst. Mit... Ich habe gedacht, es ist schon vorbei, aber es geht weiter. Nichts ist da vorbei. Wir kommen mit auf die Couch. Komm mit auf die Couch, sagt sie.